möchte heute mit Ihnen über Klimaforschung sprechen. In den letzten ungefähr 230 Jahren knapp haben Wetterstationen für uns präzise Daten über Klima aufgezeichnet, wie zum Beispiel Temperatur, Luftdruck oder Niederschläge. Aber was ist mit den Zeiträumen davor, über die die Klimaforscher gerne sprechen, mit den vielen tausenden Jahren vor diesen 230 Jahren? Wer hat in dieser Zeit für uns Klimadaten aufgezeichnet und archiviert? Einen davon möchte ich Ihnen heute vorstellen. Es ist der Badesee. Sie alle kennen Ihren Badesee. Es wächst Schilf herum, es schwimmen ein paar Enten hinauf. Und meistens ist er, vor allem dann, wenn Sie gerne in die Baden gehen wollen, voll mit Algen und Wasserpflanzen. Wenn Sie nun im Sommer in Ihrem Badesee schwimmen gehen, dann wissen Sie vielleicht nicht, dass unter Ihnen im kühlen Nass ein riesiges Klimaarchiv schlummert. Wie macht der Badesee das? Das ist ganz einfach. Um Ihren Badesee herum wachsen viele verschiedene Pflanzen. Diese Pflanzen können Sie sich als Klimabibliothekar vorstellen. Sie sammeln und speichern alles, was um Ihren Badesee herum passiert. Zwei Beispiele dafür. Wenn es regnet, dann nimmt die Pflanze die Wasserstoff- und Sauerstoffatome des Regens auf und speichert sie in ihren Blättern. Wenn es jetzt jedoch sehr, sehr heiß wird, dann verdunsten aus den Blättern eben diese Atome, vor allem die leichten Varianten der Wasser- und Sauerstoffatome, und die schwereren werden in den Blättern angereichert. So speichert unsere Pflanze die Wetterinformation von einem Jahr. Nun wird es Herbst an unserem Badesee und die Pflanze verliert ihre Blätter. Die Blätter werden in den See gespült und sterben, die Wasserpflanzen und Algen sterben ab. Über den Winter verrotten die Pflanzen und bilden eine Schlammschicht am Grunde des Sees. Aber in dieser Schlammschicht bleibt ein chemischer Fingerabdruck erhalten. Und zwar genau dieser Fingerabdruck enthält die Information über das Wetter vom letzten Jahr. Was nun passiert Jahr für Jahr an unserem Badesee, ist, dass diese Schichten übereinander wachsen. So dass irgendwann wir Schicht für Schicht für Schicht ein riesiges Klimaarchiv in unserem Badesee am Grund finden können. Was wir nun machen, ist, wir bohren den Badesee an und nehmen die Schichten wieder nach Hause ins Labor. Dort können wir auf der einen Seite bestimmen, wie alt diese Schichten sind und das ziemlich genaue Auflösung mittlerweile. Und auf der anderen Seite sind wir in der Lage, den chemischen Fingerabdruck zu entschlüsseln und somit Informationen über das Wetter zu gewinnen. Vielen Dank.